Okay. So, dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Dankeschön. Dankeschön. Portion. Ja, Leute, ich wollte heute was Leichtes. Von dem Marco, her. Ab in den Kampf. Bitte sehr. Dann lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Hoffentlich spritzt das nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Soße vielleicht extra servieren würde. Fällt mir jetzt gerade an. Wenn ich daran rumkämpfe an dem Ding, hätte ich Angst, dass ich mich da anbatze mit der Soße. Also Marco, klotzen, nicht kleckern auf die schöne Weste. Und was kann Kais Schweinebraten? Beim Schweinebraten muss ich sagen, der ist wieder butterzart. Du kannst es wegziehen, du brauchst keine Gabel. Ich persönlich hätte mir ein bisschen mehr Röstung außenrum gewünscht. Aber ansonsten gibt es am Schweinebraten nichts auszusetzen. Die Soße, die ist wirklich sehr, sehr lecker. Wenn du bei uns in Österreich einen Schweinebraten oder in Bayern, sagen wir mal, ohne die Kruste gibst, ne, da kannst du dann mal wissen, standrechtlich, ne? Zumindest geteert und gefedert. Ne? Also es geht's gar nicht. Und ich komme aus dem Norden Deutschlands. Da war der Schweinebraten eben der Schweineschopf, Nacken ohne Kruste, ohne alles angebraten, dann gegart. Und so in diese Richtung würde ich den jetzt mal beschreiben. Gell? Also das Blaukraut, wenn es ein Convenience-Produkt ist, ist es ein wirklich gutes. Man sieht hier noch Struktur vom Blaukraut. Es hat auch noch ein bisschen Biss nach dem Kochen. Das ist ja manchmal auch sehr schade, wenn es einfach zu einem Brei gekocht ist. Das ist wirklich sehr gut. Es fehlt mir persönlich nur so ein bisschen Apfel, die Süße vom Apfel. Das ist so ein persönliches Empfinden, aber ich bin sehr zufrieden. Die Spätzle waren zugekauft, da bin ich mir ziemlich sicher. Geschmacklich in Ordnung, bisschen brüchig. Ja, aber ein solides Convenience-Produkt. Bisschen mit Butterschmelze, Butterbröseln oben noch abgeschmeckt. Alles in allem gut. Die Kässpätzle sind die sehr gut. Die finde ich jetzt auch nicht zu schwer, nicht zu viel Käse. Was man auch falsch machen kann, dass man zu viel Käse nimmt, dass es zu fettig ist. Also gut, dass du es so findest. Ich könnte den Bergkäse gut ab. So, hallo ihr vier. So. Wir wollten mal nachschauen, wie es euch schmeckt. Ja, also Schnitzel, sehr schön. Gut gebraten, schönes helles Fleisch. Ist zart, ganz klar. Die Champignon-Rahmsoße auch gut im Geschmack, hausgemacht, alles okay. Die Maultasche, sie ist etwas fest und extrem brätlastig. Vielleicht die Zwiebelschmelze, die war mir jetzt ein bisschen zu matschig oder ja, genau. Einfach zu lang warm. Ja. Okay, dann werden wir das noch mal berücksichtigen beim nächsten Mal. Ja. Dankeschön. Danke. Finde ich aber auch wieder super. Ne? Der Sigi legt ihm sogar das Wort matschig in den Mund. Ne? Der ist ja grundehrlich. Ne? Da haben wir einen grundehrlichen Typen, der verantwortlich ist für die Küche. Und der weiß natürlich um die leichten Probleme, die auftauchen können. Das ist ja diese Bengmarie, wo diese einzelnen Einsätze sind, wo man über den Wasserdampf, über den gesamten Service die Dinge warm hält. Und dann verliert das natürlich irgendwann mal an Struktur und Biss. Das gibt auch locker zu und ja, da müssen wir dran arbeiten. Ich finde diese Offenheit, also es ist à la Bonheur 100 Punkte wert. Ihr zwei, ich weiß ja gar nicht, wie ich es euch sagen soll. Wir reden ja hier von einem Brauhausklassiker, Schweinshaxe. Das riecht nach Ärger. Mir ist das Herz in die Hosentasche gerutscht, definitiv, weil halt das unser Klassiker ist. Welches Fass Marco wohl jetzt aufmacht? Ja, also die waren wirklich richtig klasse. Die waren wirklich richtig klasse. Wir haben uns ja Gedanken gemacht über den Wacholder-Einsatz in der Küche und in dem Ansatz. Dazu kann ich nur sagen, das hat dem Ganzen absolut gut getan. Ich habe kein Wacholder vorgeschmeckt, sondern die Soße war super abgerundet. Also Sigi, du hast mich heute richtig glücklich gemacht mit einer Haxen. Kleines Aber, nur ein minimales Aber. Röschkartoffeln, also geschmacklich total auf den Punkt, aber da noch ein bisschen mehr Knack. So, ja, stimmt schon, was der Marco sagt. Finde ich gut. Der traut sich auch was zu sagen. Ich habe gedacht, der lässt alles durchwinken. Ne? Aber endlich kommt mal was. Da werden wir auf jeden Fall dran arbeiten. Aber heute bist du in meinem Herz. Freut super. Uns. Super, super. Wunderbar. Ich habe schon einen Schreck gekriegt. Gut so. Ich bin garantiert um ein paar Zentimeter gewachsen jetzt, nach dem Lob vom Marco. Ja, die Nacht kann ich auf jeden Fall gut schlafen. Ja, das freut mich sehr. Außen dämmert's, drinnen steigt die Stimmung und in der Küche startet der Endspurt, Vorurteile inklusive. Als wir in die Küche gegangen sind, hat man schon die Erwartung, dass also sehr viele Desserts Convenience wären. Hallo Manuel, hi, Manuel. Ich bin Susanna. Manuel. Hallo. So, jetzt. So, ja, ich will euch zeigen, wie ich heute für euch den Ofenschlüpfer mache. Und
Fangen wir am besten gleich an mit meiner Eier Royal. Eine Royal ist im Prinzip Milch und Eier. Und das wird vermengt und dann stocken gelassen. Die machen das heute mit Vanille. Was mich überrascht hat, war im Prinzip die frische Vanille. Das gab es natürlich bei den Schwaben vor vielen Jahren nicht. Vanille ist auch teuer, ne? Das hätte man jetzt auch vielleicht ja gar nicht erwartet in dem Brauhaus, ne? Also wir, da kannst du schon mal 500, 600, 700, 800 Euro für ein Kilo Vanille zahlen. Der Punkt geht ans Brauhaus, aber Ralf lässt nicht locker. Ihr habt ja ein paar Desserts drauf, macht ihr alle frisch? Nein, das machen wir nicht. Wir haben nur ab und zu haben wir Aktionskarte, da machen wir dann so ein extra Dessert. Das ist was wir aber immer frisch machen und eigentlich vorproduzieren. Also immer so ein, zwei Tage vorher. Und die machen wir dann immer auf die Aktionskarte und die bieten wir an. Aber alle anderen sind Convenience. Da hat es mich sehr positiv überrascht, dass der Ofenschlupfer absolut handwerklich und hausgemacht war. So, und dann fange ich jetzt an, so ein paar kleine Scheiben runterzuschneiden. Aha. Und warum muss man den Hefezopf so fein schneiden? Ich mag es halt nicht, wenn es grob ist. Dann kann ich nämlich mehr schichten, kann mehr Apfel reinmachen. Dadurch kommt es ein bisschen erfrischender durch den Apfel, halt, durch die Säure. Den habe ich schon vorgeschält und in Zitronenwasser eingelegt, damit er nicht so braun wird. Und den schneide ich jetzt ganz genau wie mein Hefezopf in Scheiben. An einem normalen à la carte-Tag, also wenn du das vorbereitest, wie viele Portionen machst du dann ungefähr? 5 bis 6. Ja. Ja. Also Dessert laufen bei uns allgemein nicht so gut. Die wollen hier, glaube ich, eher Bier trinken, was Deftiges essen. Ja. Und dann ist vorbei, denke ich mal, meistens. Die Gebäck- und Apfelscheiben schauen jetzt tief ins Glas. So, nachdem ich das jetzt geschichtet habe, komme ich wieder zurück auf meine Milch. Um da jetzt ein Royal draus zu machen, muss ich hier 1:1 Ei und Milch. Dann hau mal rein. Das ist ganz was Einfaches. Ein toller Tipp für zu Hause, ne? Kannst halt zu jeder Zeit, jeden Kuchenreste, alles, was du hast, kannst du verballern. Zu Weihnachtszeit, Kekse, alles, ne? Das ist super. Ob sich die Konkurrenz mit dem Resteessen zufrieden gibt? Jetzt saugt sich das schön auf. Jetzt machen wir ein bisschen, Panierbrot rein. Alles klar. War's das jetzt oder fehlt noch was? So, zu guter Letzt machen wir das Zaubermittel rein. Der liebe, nette Rum. Ja, yeah, noch ein bisschen Rum. Gut. Also ein Rum gehört meiner Meinung nach definitiv nicht rein, weil das klassische Schwäbische, ich glaube, dass die Schwaben da noch gar keinen Rum hatten. Lasst euch bloß nicht unterbuttern. Butterflöckchen, alles, was an der Hüfte hängen bleibt. Super. So sieht es dann nach dem Backofen aus. Mal sehen, ob das aus dem Ofen geschlüpfte Dessert Ralf und Susanna gebacken ist. Er hatte gut geschmeckt. Vanille- und Rumnote fand ich sehr gut, sehr fein. Okay, Manuel, hast du super gemacht. Ich habe sogar noch was gelernt, und zwar mit dem Beträufeln von dem Rum. Also perfekt. Vielen Dank fürs Zugucken. Und für euer offenes Ohr. Okay. Danke. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao. Schönen Abend noch, Jungs. Sigi, da ist ein super Junge in deinem Team. Hat das perfekt gemacht. Super. Vielen Dank. Wie unser rechtliches Team auch. Ja. Also, ciao. Ciao, bis später. Im Brauhaus Schönbuch läuten Sigi und Rainer die letzte Runde ein. Oh. So, wow. Und weiter geht's. Ich war der Kaiserschmarrn. Mit Apfelmus und Rosinen ein fürstlicher Genuss für Susanna und Ralf. Warmen Schoko-Gugelhupf mit Vanillesoße und Vanilleeis gibt's für Marco. Und Kai probiert den Ofenschlupfer mit Vanilleeis und Sahne. Wenn du nicht zappisch, gleich wirst du sein. Guten Appetit zusammen. Lasst euch schmecken, ihr Lieben. Ich euch auch. Danke. Dann schlemmt mal los, ihr Naschkatzen. Mal sehen, ob Kais Dessert ganz oben aufs Treppchen schlüpft. Also der Ofenschlupfer, der hat oben wirklich noch einen richtigen Crunch. Die Kombination von den gebackenen, bisschen cremigen Äpfeln und dem Crunch oben, die Süße ist super. Da gibt es noch was ganz Besonderes. Mal schauen, ob du es rausschmeckst. Im Ofenschlupfer? Mhm. Wenn du mich so fragst, bin ich überrascht. Also ich gebe dir einen kleinen Tipp, bei der Susanna geht es immer um Alkohol.
Also ich glaube, der hat zur Unterstützung vielleicht ein bisschen, bin mir nicht sicher, aber ein Cognac oder ein Rum vielleicht? Na schau, also alles rausgeschmeckt. Rum? Perfekt. Super. Ja, sehr gut rausgeschmeckt. Vielen Dank. Gutes Produkt, das haben Sie richtig gut gemacht. Beim Eis bin ich mir auch absolut sicher. Das ist zugekauft, aber heutzutage ein Vanilleeis selber machen im Ausflugslokal, das wird einfach überhaupt keinen Sinn machen. Genau. Aber der Rest ist tipptopp. Ja. Sehr gut. The Land of Chocolate. Zeigt sich auch Markus Nachtisch von seiner Schokoladenseite? Also beim Schokoküchlein kann ich mir vorstellen, dass sie es zugekauft haben. Hat einen super flüssigen Kern, ist noch lauwarm. Ist eine super schöne Kombi jetzt mit diesem kalten Eis. Das Vanilleeis hat gute Qualität, hat einen schönen Schmelz. Schmeckt auch sehr stark nach Vanille. Haben sie jetzt sicherlich auch nicht selbst gemacht. Vanillesoße kann man nicht so viel falsch machen. Ich gehe mal davon aus, die ist jetzt nicht unbedingt selbst gemacht. Wenn die selbst gemacht ist, wird die mit Sahne aufgeschlagen und dann hat man eine Bläschenbildung, die dann bei der Vanillesoße natürlich sichtbar ist. Und bei so einem Convenience-Produkt ist die Oberfläche sehr geschlossen. Ich mache auch frische Vanillesoßen, die haben auch eine geschlossene Oberfläche. Das ist nicht automatisch eine Schaumsoße, nein. 87 finde ich noch okay, aber viel teurer dürfte es jetzt nicht sein. Also wenn ich da einhaken darf, wenn ich bedenke, dass mein selber gemachter Ofenschlupf von Traditionsgericht, ich glaube 5,20 Euro kostet, mit Eis und Sahne und die Apfelspalten, das siehst, die sind wunderbar, die haben ein bisschen Biss, die sind in Butter ein bisschen angeschwenkt. Also wirklich sehr, sehr gut, aber wenn das 5,20 Euro kostet, und bei dir 7,80 Euro, dann muss ich sagen, bin ich sehr glücklich mit meiner Wahl. Und da ist, bei meiner Meinung, hätte der Preis vielleicht ein bisschen andersrum sein sollen. Genau. Bist du denn zufrieden, Ralf? Also auch unser Kaiserschmarrn ist ganz klar zugekauft. Auch der Apfelbrei aus dem Glas, das muss man ganz klar so sehen. Ist eine tolle große Portion, es schmeckt auch okay. Viel zu groß. Sie haben mal Spaß. Viel zu große Portion. Wenn man Kaiserschmarrn zubereitet, sieht man zum Schluss geschlagenes Eiweiß drunter und dann wird es so schön fluffig. Dann schwenkt man auch in etwas Butter, bestreut es mit Zucker oder Puderzucker und karamellisiert es in der Pfanne und das war nicht vorhanden. In einem Ausflugslokal ist es auch so, dass es schnell gehen soll. Dann fährt an einem Ausflugslokal wie hier der Bus vor. Und dann brauchst du eben 20 Mal Kaiserschmarrn. Genau, mit den Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald. Genau. Ja, ja. Ne, akzeptieren wir so, wie es ist. Absolut. Gott, die sind aber auch alle sauber, fair. Toll, muss ich sagen. Ich finde das auch richtig wichtig und gut, dass man dieses Konzept einfach erkennt. Und dazu gehört diese Fairness, wie sie hier heute an diesem Tisch herrscht. Zeit, die Zeche zu zahlen. So, und da kommen wir auch schon. So, hallo. Darf ich euch die Rechnung überreichen? Die übernehme ich mal. Noch mal ein paar Kalorien. Also, noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Vielen Dank. Macht's gut. So. Öffne das Geheimnis. Ladies first. Du nimmst die Schokolade. Und dann schaue ich mal nach. Sind die Preise im Brauhaus trotz Convenience fair? Ja, ist moderat. Also 163,30 Euro, davon waren 123 Euro für Speisen. 123 Euro für die Speisen? Da gibt's gar nichts zu meckern. Also ist das Ganze einfach irgendwo doch wieder sehr ausgeglichen. Es erscheint einem zum Teil ein bisschen komisch, ne? Dass das hausgemachte Dessert dann eigentlich zu günstig. Also manches Mal denkt man, nimm doch da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Aber im Großen und Ganzen dann ist das alles super stimmig. Also preislich kann es keine Beschwerden geben. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung für einen schönen Abend. Vier Personen. Absolut. Da kann man nichts sagen. Absolut, absolut. Ja. Nach der Lobhudelei jetzt mal Tacheles. Wie viele Punkte gibt's denn für die Bierbrüder? Der Rainer und der Sigi vom Brauhaus Schönbuch bekommen von uns heute von Herzen gute 7 Punkte. 8 Punkte. 9 Punkte. 24 Punkte hat sich das dynamische Duo zusammengebraut. Doch entscheidend ist Mikes Wertung am Finaltag.
Und morgen? Wir zeigen euch heute, dass man auch in einem Ausflugslokal kreativ kochen kann. Dumm nur, wenn dabei das Wesentliche auf der Strecke bleibt. Mir hätte doch einen Salat, glaube ich, kann man anbieten. Susanna, oh, die nimmt das jetzt ganz schön ernst. Einfach mit Schnaps bestechen. Ja, vor allem die Chefin. Doch so leicht lässt sich die Konkurrenz leider nicht einlullen. Liebe YouTube-Fans, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Übrigens, hier unten, ja, da geht es nämlich weiter mit den neuesten Clips und Folgen. Ja. Und eines noch, ihr müsst uns abonnieren. Hier links oben, Abo drücken und nicht vergessen, die Glocke zu drücken.